Jo, sagen die meisten auf den Alpen und so. Ich sag einfach mal Hallo. Ich möchte kurz eine Ansprache zum Fingerless Pass halten. Einige haben gefragt hier, was ist das? Ist das nicht ein normaler Pass? Und so weiter und so fort. Dazu ein paar Worte. Ich habe keine Ahnung. Das könnte ich jetzt eigentlich so stehen lassen, aber erst einmal fangen wir mal anders an. Ein Fingerless Pass, wo wird er gemacht? Ein Fingerless Pass, der wird meistens mit, ja, sag's mal, beim Back Around Fall wurde er früher so geschrieben. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gang und gäbe ist. Doch ich habe es so gelernt, ja. Und zwar ist er hier ein Fingerless Pass drin beim Back Around Fall. Und zwar ist der Grund, Mann, was ist denn das? Entschuldigung, ich muss das kurz schaffen. Ja. Warum ist der Fingerless Pass denn? Schauen wir uns den nochmal Einzelheiten an. Ich mache einen Backaround und er landet wieder in 12. Aber der Middle Backaround geht ja eigentlich in 23 los. Ja? Jetzt könnte man sagen, man kann einen Pass machen und dann wieder einen Pass machen und wieder einen. Das wäre jetzt ein Pass. Aber also Fingerless sagt eher, man braucht keinen zweiten Finger mehr. So könnte man sagen. Und man braucht eigentlich, ja, pushen kann ich nicht sagen. Man braucht bloß einen Finger und das ist der Finger, wo man mitarbeitet. Also in dem Fall hier beim Fingerless TA ist es der Daumen, wa? Der macht halt die Kreisbewegung, aber sonst pushe ich mit gar nichts. Ja, der pusht und sonst nichts. Also ist er ein Fingerless TA. Und das passiert bei den anderen genauso. Beim Fingerless Backaround Reverse pusht auch der Zeige, also bei diesen Busts, ne, pusht auch leicht der Zeigefinger. Ist dasselbe, aber kein anderer. Und dasselbe passiert eben beim Fingerless Pass genauso. Wenn ich den hier in 12 jetzt habe nach dem Backaround, also nochmal ein bisschen wackelt, zack, dann sind die Finger hier weg. Und ich mache mit der Schwung von der Hand, gehe ich hier rüber. Also ich mache nicht direkt das so. Ja, sind Passes. Sondern ich gehe praktisch, lassen los und dann ist er frei und nur dieser eine Finger pusht. Und das ist halt das Thema. Also, ich setze den nicht direkt in 23 rein, sondern es ist halt ein Fingerless Pass, weil er ohne zweiten Finger geht. Und machen Backaround. Ihr seht selber, ich brauche die anderen gar nicht. Ich kann hier gleich einen Backaround. Opa, war schon. Ich kann hier gleich einen Backaround ranhängen. Oh Mann! Ist natürlich doof, wenn ich euch das sagen will. So. Und ich brauche halt keine zweiten Finger. Die gehen bloß wieder zurück auf ihre Ursprungsposition, ja. Das ist eigentlich das Thema. Man kann sich jetzt natürlich streiten hier, hallo, ist das jetzt wirklich Fingerless oder ist das halt kein Fingerless Pass? Und ich muss euch sagen, ich habe keine blasse Ahnung. Ja? Ich kann bloß sagen, fragt die Profis im Forum. Die haben eigentlich im Prinzip eine Ahnung von. Wobei sich das immer jedes Mal ändert und im Prinzip könnte man auch einen Pass dazu sagen, wenn es nach mir geht. Ja? Aber man kann sich das auch mittlerweile schon vorstellen, wenn man sagt, hier man macht einen Backaround und danach einen Middle Backaround, kann man sich vorstellen, dass dazwischen noch ein bisschen dieser Fingerless Pass ist. Ja. Aber gut, ist jedem selber überlassen. Wie gesagt, da kommt er jetzt vor dieser Fingerless Pass. Man könnte eigentlich auch sagen, ein Fingerless Pass ist halt auch irgendwie sowas. Hoppala. Ja, also keine Ahnung, ich wollte euch jetzt irgendwas zeigen. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen, okay? Lasst es einfach auf euch sitzen und falls Fragen sind, solltet ihr diesmal im Forum stellen, weil das kann ich euch, wirklich gesagt, sonst nicht anders beantworten, okay? Gut, machen wir mal weiter mit neuen Tricks hier, oder? Oder nicht? Hier lernst du mal ein bisschen weiter hier, ein bisschen flott aber hier.